Wofür können sich junge Menschen sinnvoll einsetzen? Wie können Lehrer ihre Schüler dabei unterstützen? Die Initiative Sozial Genial – Schüler engagieren sich verbindet Lernen mit bürgerschaftlichem Engagement, basierend auf dem Konzept Service Learning. Jeden Mittwoch trifft sich die Klasse 6b mit den Bewohnern der Hagener Kirchbergstraße. Sarah ist 12 und liebt die gemeinsame Sportstunde mit Carmen und den anderen Menschen mit Behinderungen. Das Treffen ist ihr ganz persönliches Highlight der Woche. Noch nie hat sie gefehlt. Das ist das Tollste für mich, den Menschen mit Behinderungen zu helfen. Weil wenn ich da sehe, manche nehmen das Wort behindert in den Mund und beschimpfen sich damit. Habe ich vorher auch gemacht, ich gebe es zu, aber seitdem ich das mit denen mache, nicht mehr. Wenn ich auf dem Weg zum Sport bin, dann renne ich immer oder jogge auch mal ein Stück oder gehe auch mal ein Stück, weil ich mich so auf den Sport freue, vor allen Dingen mit Carmen. Carmen ist ein ganz besonderer Mensch für Sarah. Die Hauptschülerin übernimmt Verantwortung für ihre Kameradin. Sarahs Selbstvertrauen und ihr Wissen über das Thema Behinderung sind dadurch gewachsen. Ich habe noch nie eine sechste Schule gehabt, was so weit ist. Was also vom Verantwortungsbewusstsein und von der Einstellung, von der sozialen Einstellung so gut ist. Man merkt schon, dass die in diesem Projekt aktiv sind und dass sie einiges gelernt haben in dem Projekt. Wir freuen uns einfach so auf den Mittwoch. Das macht uns allen Spaß, Menschen zu helfen, die Behinderungen haben. Also das sind unsere Sportsfreunde geworden. Deswegen auch dieses Wort Sportsfreunde. Trampolinakrobatik und Rollstuhlrennen. Nach 18 Monaten sind die Schüler der Hauptschule Vorhalle und die Sportkameraden aus der Kirchbergstraße zu Freunden geworden. Die Behinderung hat für sie ein Gesicht bekommen. Sie haben eine ganz andere Einstellung bekommen zu einem Menschen mit Behinderung. Sich aus der Schule heraus zu engagieren, ist für alle Schulformen ein Gewinn. Sülemann kann sich noch gut erinnern, wie sein erster Tag im Kindergarten begann, damals vor 16 Jahren, in der Dortmunder Nordstadt. Problemlos. Mein Schlüssel zum Erfolg war, dass ich schon im Kindergarten die deutsche Sprache beherrscht habe und halt auch von zu Hause aus gefördert worden bin. Und ich finde, das ist enorm wichtig, wirklich schon im frühen Alter die deutsche Sprache zu beherrschen und auch ein Sprachverständnis zu entwickeln. Und genau das wollen wir mit unserem Projekt bewirken. Isabella Knochenhauer, Lehrerin am Karl-Schiller-Berufskolleg, begleitet das Service-Learning-Projekt ihrer Klasse. Die Schüler koordinieren ihre Arbeit selbst. Wir haben sehr viel Hilfe bekommen durch Sozial Genial. Gestartet haben wir mit einem Workshop, ebenfalls durch Sozial Genial veranstaltet. Dieser Workshop war vollkommen losgelöst von einem unterrichtlichen Kontext. Und erst nach der Entwicklung der Projektideen haben wir die Kontexte zu unserem jeweiligen Unterricht und zu den Unterrichtsfächern gesucht. In Wirklichkeit heißt Bu natürlich nicht Bu, sondern Madame Melisande. Aber Mathilda findet, dass Bu einfach besser zu ihr passt. Mich begeistert dieses Projekt einfach, dass ich selber aus dieser Ecke hier komme, aus der Nordstadt, und es einfach riesen Spaß macht, mit den kleinen Kindern zu arbeiten, ihnen was beizubringen und ihnen auch was geben zu können. Das motiviert einen immer wieder aufs Neue. Sülemann und seine Mitschüler wollen noch besser werden. Sie reflektieren ihre Erfahrungen im Unterricht und planen neue Ideen umzusetzen, zum Beispiel Bücherkauf und Kostenkalkulation im Mathematikunterricht. Unsere Schülerinnen und Schüler haben das Projekt selbst ausgesucht. Es ging von ihnen aus. Sie haben die Möglichkeit, in jeder Phase des Projektes alles selbst zu gestalten. Wir sind nur als Lehrer die begleitenden Personen. Service Learning Standards sichern die Qualität der Schulprojekte. Die Ideensuche und Reflexion sind dabei wichtige Komponenten. Tischdecken, Kuchen anschneiden, Kaffee einschenken. Nach einigen Proben mit ihrer Oma hat sich Lissy getraut, sich ehrenamtlich in der Seniorenarbeit zu engagieren. Meine Oma hat mir eigentlich so weit geholfen, dass ich gut mit ihr proben konnte, wie man mit alten Leuten umgeht, wie man mit ihnen redet und dass auch mit den Berührungsängsten, das von vornherein total normal für mich war. Jeden Freitag nach der Schule engagiert sich die 15-Jährige in der ambulanten Tagespflege der AWO in Leverkusen-Rheinsdorf. Mal bei Tisch, mal in Gesprächen und Spielen. Und es macht auch einfach Spaß mit sich. Also die alten Leute haben so viel zu erzählen, so von der Vergangenheit. Die erzählen manchmal Romane, das kann man nicht mit
Gleichaltrigen machen. Und es ist auch zum Teil sehr lehrreich, so von früher. Da wird das aber auch erstmal klar, so was sie eigentlich schon alles durchgemacht haben und wie gut dann jetzt eigentlich die Zeit ist. Also dass man eigentlich froh sein sollte, in dieser Zeit zu leben, so gesagt, ohne Krieg und so. Der Schulsozialarbeiter Josef Bayer-Ruf begleitet das Projekt der Neuntklässler, die soziale Verantwortung im Stadtteil übernehmen wollen. Die Jugendlichen, die bieten sich mit Haut und Haar an, sozusagen. Und das ist eine ganz andere Beziehungsebene. Und das ist auch das, wovon, ich glaube, gerade auch die Einrichtungen auch sehr stark profitieren können. Service Learning verbindet soziales und kognitives Lernen. Schüler erleben, dass ihr persönliches Engagement für die Gesellschaft wichtig ist. Das ist sozial und genial. Soziale Kompetenz ist eine Basisqualifikation. Wer in der Lage ist, mit Menschen kompetent zu kommunizieren, mit ihnen einfühlsam, empathisch umzugehen, wer das kann, der wird in jedem Beruf mit Sicherheit mehr Erfolg haben, als wenn man es nicht kann.